Immer mehr Leute haben Bock auf Angeln. Die einen angeln, um den Fisch zu essen, die anderen angeln für geile Bilder und lassen den Fisch anschließend wieder frei. Ist das Tierquälerei oder immer noch okay? Wir treffen gleich David Buscemi aus dem Saarland. Er will uns etwas zeigen, was verboten ist, aber seiner Meinung nach nicht verboten sein sollte. Er könnte theoretisch bis zu 3 Jahre Haft dafür bekommen. Wie fühlt sich das an, wenn er so beißt? Ja, das ist geil. Nee, das ist ein schöner Barsch. Ist der groß genug, dass er für den ein Foto machen will? Nee. Aber was jetzt kommt, könnte ein Problem werden. David lässt den Fisch wieder frei. Catch and Release nennt man das. Eigentlich war das jetzt eine gute Größe zum Verspeisen. Aber ich esse heute Abend Raclette und kein Barsch. Angeln fügt den Fischen Leid zu. Und laut Tierschutzgesetz darf man Tieren keine unnötigen Leiden und Schmerzen zufügen, außer man hat einen vernünftigen Grund. Ein vernünftiger Grund kann zum Beispiel sein, dass man den Fisch töten und essen möchte.